Die Alkoholproduktion konnte beginnen. Hopfen und Malz, Gott erhalt's. Frank brachte von der Baustelle Fässer mit. Eins fasste 100 Liter und das kleine ca. 50. Malz für das Bierbrauen gab es in den Supermärkten der Stadt. Die Araberinnen liebten es nämlich, ihren Babys Malz unter die Milch zu mischen und sie damit zu füttern. Hopfen wurde ins Land geschmuggelt. Egal, ob getrocknet, gepresst oder zähflüssig in Dosen, Hauptsache Hopfen. Ich hatte das Bierbrauen schnell raus. Eine Heidenarbeit allerdings war es, den Sud von dem Fass mit einem Schlauch in die Flaschen zu füllen. Die Flaschen mit Schnappverschluss waren heiß begehrt. Es wurde ein regelrechter Handel damit betrieben. Manche Leute brachten die sogar in ihren Seekisten mit. Ein Löffel Zucker in jede Flasche, eine Batterie voll Flaschen. Und jeden Tag wurde geprüft, ob die Hefe sich in den Flaschen gesetzt hat. Man musste sehr geschickt sein, wenn man später beim Öffnen das Bier zügig in den Glaskrug gießen wollte, denn die Hefe kam sonst sofort wieder hoch. Das Bier schmeckte überhaupt nicht gleich, es schmeckte immer unterschiedlich. Und ganz anders als das deutsche Bier. Und es war unglaublich stark. Die Obstsäfte kamen in das kleine Fass, etwas Hefe dazu und die Hitze tat ihr Übriges. Nach ein paar Tagen war der Gärprozess abgeschlossen und der Wein wurde in Kanister umgefüllt, damit sich auch da die Hefe absetzen konnte. Danach die gleiche Prozedur, Schlauch abfüllen, Flaschen. Alkohol, obwohl er verboten war, spielte eine sehr große Rolle im Camp. Im Gegensatz zu mir war für die meisten der unendlich blaue Himmel und die viele Sonne nichts Besonderes mehr. Und so wurde abends gefeiert. In irgendeinem der Häuser fand immer ein geselliges Zusammentreffen mit jeder Menge Alkohol statt. Jeder wusste über jeden Bescheid, was er verdiente, wie die Ehe verlief. Geheimnisse gab es nicht. Und an den Einrichtungen der Häuser konnte man auch genau sehen, mit wem man es zu tun hatte. Viele lebten in den einfachen Möbeln, ohne ein Bild oder irgendwas anderes, was zur Gemütlichkeit beigetragen hätte. Andere hingen sich in der ganzen Wohnung pustergroße Fotos von sich auf, was ich sehr komisch fand. Ich lebte mich immer mehr ein. Nachmittags, wenn der Kindergarten geschlossen war, ging ich an den großen Pool zum Schwimmen und Lesen. Es gab Tische, Stühle und sogar Sonnenliegen, die in überdachten Nischen standen. Vom Pool aus konnte man direkt auf das Meer sehen. Es war nicht blau, sondern türkis. Es ging immer ein frischer Wind, der die große Hitze erträglicher machte. Nach meinem ersten starken Sonnenbrand beruhigte sich meine Haut und ich war bald so braun wie noch nie zuvor. Das Camp war wie eine Insel für mich und ich fühlte mich wie in einem nie endenden Sommerurlaub. Es war herrlich, ungestört zu lesen oder zu malen, ohne von irgendetwas anderem abgelenkt zu werden. Frank und ich hatten ja von jeher viel gelesen, aber hier, in dieser Abgeschiedenheit, verschlangen wir ein Buch nach dem anderen. Und abends lief ich barfuß im Kaftan Hand in Hand mit Frank durch den warmen Sand und konnte mich an den Sternen nicht satt sehen. Sie schienen so viel näher, als zu Hause zu sein. Es waren unsere Flitterwochen. Und die Liebe, die Sterne und die warme Luft machten mein Glück vollkommen. Aber ich war gar nicht auf einer sicheren Insel. Hallo meine Lieben, ich hoffe, euch gefällt meine Geschichte. Also fleißig abonnieren und auch die Glocke nicht vergessen. Dankeschön. Ich verspreche euch, es wird noch sehr spannend.